Die Kanonen gehen richtig ab. Mir kommt es nur gerade zu laut vor. Ich weiß nicht, ist es lauter? Nö. Bei dem Spiel weiß ich immer nicht. Nicht, dass ihr das jetzt selbst so noch hört. Nicht dann fast nicht. Ich höre über Lautsprecher gerade. Die sind nicht übel. Gerade nicht. Ich glaube, uns kann nichts mehr aufhalten. Ach, da ist noch ein Turm. Los. Ja. Die sind halt recht schwach, die Bogenschützen. Haben nur die Briten. Vielleicht sind sie deshalb so schwach. Wer weiß. Ah, das müssen wir zerstören, Kommandoposten. Oder? Suchen und vernichten Sie die Befehlszentrale des britischen Forts. Die Handelsroute könnten wir die eigentlich einnehmen? Weiß nicht. Kann ich ja mal schauen. Da auch was ist. Schön auf unsere Kanonen, ja. Nein, das ist nur der eine Posten. Ich lass die mal hier stehen. Mach mal nur das kaputt. Okay, jetzt schnell wieder raus. Kommt schon. Nein, nicht den ewigen Umweg. Ja, das geht auch noch. Stall. Brauchen sie nicht. Wird beschlagnahmt. Meine Kanonen. Nein! Nein, nein, nicht das Angreifen. Will ich noch nicht. Ich will erst noch mein sekundäres Ziel. Bevor wir die endgültig vernichten. Ah, da muss ich da durch. Ja. Müssen wir nur warten, bis das Tor kaputt ist. Und die zwei hauen hier ab, weil nicht, dass die Briten hier noch das kaputt machen. Ja, die können echt zurück, die brauchen wir nicht mehr, die Kanonen. Jetzt schnell weiter, los. Dann das schrotten. Scheint die einzige Handelsroute zu sein. Und da bauen wir einfach mitten hier ein, unser Haus. Komm, geh kaputt. Ja. Moment, ich will es dahin bauen. Handelsposten. Toll, ich kann es nicht hinbauen, ey. Was soll die Scheiße? Gebäude dürfen einen Mindestabstand zum ersten Dorfzentrum des Gegners nicht unterschreiten. Ach so, des Gegners. Ich muss ja noch das Dorfzentrum bei dem platt machen. Bevor er hier dieses Gebäude platt macht. Ey, der Turm ist gut platziert. Muss schneller gehen. Los. Die Grenadiere bringen es halt echt viel. Ja, die bringen echt viel, wirklich. Wie die abgehen. So, jetzt baut es dahin. Ja. Bin ich gar nicht einverstanden damit. Wo ist er denn, unser schöner Freund? Weiß nicht, auf jeden Fall soll er es dahin bauen. Ja, er baut. Gut, ich glaube, das haben wir geschafft. Der scheint sich nicht darum zu bemühen, das hier anzugreifen. Muss ich übernehmen.
Ja, das muss ich übernehmen. Moment. Hätte ich das auch noch geholt, Dorfbewohner sammeln alles Holz schneller. Ja, dann ging es ja noch übelst schneller. Ziele. Ja, ich hab's abgeschlossen. Jetzt muss ich noch die Befehlszentrale vernichten. Können wir gleich machen. Die bemühen sich auch nicht darum, wegzulaufen, oder doch jetzt. Die haben eine Kirche. Können wir noch platt machen. Nichts soll stehen bleiben. Hä? Wie kommen die da hoch? Ach so, da. Oh, der Turm ist kaputt. Alles wird vernichtet. Was ist das? Viehstall. Ja. Da ist unser Haus. Da ist noch zwei Häuser. Ansonsten hätten wir alle Häuser vernichtet, die der hat. Hatte. Die können auch eigentlich auf das angreifen, aber es bleibt an mir hängen. Läuft er außerhalb der Karte? Nein, noch nicht. Also das hier ist Kartenrand hier. Wirklich schön animiert hier, so schön schwarz. Wunderschön, nicht? Ihr seht hier. Einmal fahren wir um die Karte. Und wir sind einmal rum. Aber man muss echt sagen, ist schon... älteres Spiel. Mal schauen von wann. Da was steht. Auf was Windows XP 256 MB RAM. Naja. Weiß nicht, ob das was sagt. Wir haben es geschafft. 2005 steht da noch. Ach, wir haben gewonnen. Ja, schön. Also 2005, glaube ich. Bin mir aber auch nicht sicher. Naja, habe ich nicht mehr lesen können. Irgendwas mit Washington. Kein Zeichen von Warwick oder meinem Onkel. Da, eine weiße Fahne. Die sind rot. Ja, okay. Okay, seid ihr weiß. John Black? Wer will das wissen? Ich bin Colonel Washington. Ach, Colonel. Warum kämpfen eure Söldner für die Franzosen? Wir geben auf. Gebt uns nur Warwick. Warwick ist ein Verräter. Er hat den Angriff auf die Indianer ohne das Einverständnis der Krone befohlen und wird dafür büßen. Er wird euren Irokesenfreunden keine Schwierigkeiten mehr machen. Er hat meinen Onkel. Dann fürchte ich, ist er tot. Wenn ihr Warwick verfolgen wollt, habt ihr die Unterstützung der Briten. Er ist nach Westen gegangen, zum Huronsee, mit einer Handvoll Verräter. Glaubst du, Warwick ist ein Mitglied dieses Zirkels? Ja, und es ist gefährlich, ihn zu verfolgen. Nona Key sollte hier bleiben. Du wirst sehen, meine Schwester trifft eigene Entscheidungen. Wir bringen den Verräter zur Strecke, Colonel Washington. Also nicht, dass ihr falsch versteht, da stand Huronensee. So wird er geschrieben. Geschrieben. Ja. Anpassen. Oh, wir haben keinen Punkt. Toll. Neue Karte. Kein Punkt. Bevor wir fortfahren, aber ein kleiner Schnitt.